Hallo und herzlich willkommen zu unserer Playlist zu den parapsychologischen Geräten, die wir versuchen auf unseren Untersuchungen zu verwenden. Und heute mit dem Thema, welche Geräte verwenden wir nicht? Sprich, ich zeige euch heute kein Gerät, sondern ich erkläre euch, was wir nicht tun werden und verwenden werden und auch begründen natürlich, warum. Es geht um Sachen, die mehr oder weniger mit Seancen und Beschwörungen zu tun haben. Diese werden wir nicht verwenden. Tarotkarten nehme ich jetzt mal als erstes Beispiel. Tarotkarten, ja, sind denkbar, dass man irgendwas vorhersagen kann, ist aber wissenschaftlich einfach nicht messbar. Und bisherige Versuche mit Tarotkarten, die Vorhersagen zu treffen, wurden, die wirklich gut untersucht wurden, sind eigentlich fehlgelaufen. Und wir denken, dieses Thema ist erschöpft und möchten deswegen auch da gar nicht besonders drauf eingehen. Was wir auch nicht verwenden werden, ist die sogenannte Ghostbox, zumindest die Ghostbox als alleiniges Instrument werden wir nicht verwenden. Ich erkläre euch kurz, was das ist. Die Ghostbox ist ein Gerät, quasi ist ein Radio, ja, kann man sagen, ist ein Radio, das verschiedene Frequenzen, die alle empfangbar sind, hoch und runter abgeht, geht quasi alle Sender durch, wenn ihr so wollt. Und natürlich, wie es ein Radio macht, gleichzeitig dann auch ausspuckt. Sprich, man hört dann oft statisches Rauschen, ab und an mal den Sprecher und man muss sich so, hello, what's there? What? Das ist eine Ghostbox. Theorie dahinter, wie die funktionieren, so ist folgendes. Das sind ja Audiofrequenzen. Und nun ist es energetisch gesehen zwar nicht sehr aufwendig, aber immer noch aufwendiger, selbst Audio zu produzieren, als vorhandene Sachen zu nehmen und die zu modulieren, sprich die Frequenz zu beeinflussen. Die Theorie dahinter ist, man gibt dem Geist quasi das Medium Audio und die Möglichkeit dann, dieses Medium Audio zu beeinflussen, indem es diese Frequenz ändert und er quasi oder sie hörbar wird. Hat zwei große Nachteile. Nachteil 1. Dadurch, dass es verschiedene Frequenzen sind, die hier abgegangen werden, hat man also auch nie wirklich eine klare Stimme oder Aussage, die man zugrunde legen kann. Das wäre noch nicht so schlimm. Schlimm ist das zweite Problem. Man kann nicht unterscheiden, ob das von einer Frequenz stammt und quasi eine zufällige Phrase ist, die man einfach nur gehört hat, die vielleicht gerade gut passt, wenn man versucht zu kommunizieren, oder aber, ob das tatsächlich eine beeinflusste Sache ist. Das wird oftmals gemacht. Ich weiß, alle, die es gerne machen, es tut mir wirklich leid, aber die Forschungskriterien, die wir haben und die wir auch gerne selber anlegen, die wir nicht nur vorgegeben haben von der Deutschen Forschungsgesellschaft und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung, lassen ein solches Verfahren nicht zu, das so ungenau ist. Ich weiß, es gibt Leute, die sagen, wenn man geübt darin ist, kann man hören, was moduliert wurde und was original ist. Das ist aber nicht haltbar. Die Beweiskraft fehlt einfach, weil man kann nicht ausschließen, dass man doch vielleicht was Falsch-Positives hat. Gerade deswegen. Denn es ist halt nicht möglich zu unterscheiden, oh Moment, das hat jetzt ein Sprecher gesagt, eine Sängerin gesungen oder was auch immer. Oder aber, oh, okay, das ist eine veränderte Sache und die stammt von einer Entität. Das kriegt eine Ghostbox leider einfach nicht hin. Und ja, deswegen ist das eigentlich nur dann haltbar, wenn man ein Stück klingenden, langen, passenden Satz hätte. Das passiert aber natürlich nicht, weil die Frequenz sich ja permanent ändert. Und das ist sehr schwer, das zu modellieren. Ihr müsst euch das so vorstellen. Sagen wir mal, wir haben einen Haufen Perlen in der Hand. Das sind unsere Frequenzen. So, ihr müsst die Hände aber flach halten. Und ihr kippt die hin und her, permanent, die Frequenzen werden ja hoch und runter geschaltet. Und ihr seid jetzt meinetwegen die Entität und sagt, okay, ich nehme jetzt eine dieser Frequenzen und versuche, diese zu modulieren. Sprich, aus der Reihe rauszubringen. Das sprich, ihr könnt auch nicht so kippen, dann würdet ihr alle beeinflussen, sondern ihr schiebt quasi eine raus. Geht natürlich jetzt nicht, ich habe nur zwei Hände deswegen, ja, und schiebt die raus und macht das hörbar. So ist die Theorie. Dann ist es aber deutlich anstrengender, immer wieder diese Frequenz, die gerade gar nicht aktiv ist, abzuspielen. Also gibt es noch zwei Varianten. Variante 1, ihr verändert diese Frequenz, die ist aber nicht immer hörbar. Was schon wieder schwer ist, zu unterscheiden jetzt für uns als Untersucher, als Wissenschaftler, ist es jetzt beeinflusst oder nicht. Oder Variante 2, ihr sagt, okay, ich mache das jetzt einfach nochmal schrittweise langsam, ich beeinflusse die Frequenz. Zack, jetzt schaltet das weiter zu einer anderen Frequenz. Jetzt muss ich die wieder runternehmen,
und die wieder hochschalten, zack, schaltet zum nächsten, gleiches Spiel nochmal. Und da ist die Frage, ist es energetisch nicht viel aufwendiger, verschiedene Frequenzen immer wieder anzupassen, anstatt sie statisch zu halten? Natürlich ist es aufwendiger, keine Frage. So, der Gedanke allerdings dann ist, man spielt verschiedene Frequenzen ab, weil nicht jede beeinflussbar ist vielleicht von jeder Möglichkeit. Auch das macht vielleicht Sinn, aber dann wäre es sinnvoll, sagen wir vor hier und jetzt Frequenzbereich 1 und lassen die Minute an. Okay, klappt nicht. Frequenzbereich 2, lassen die Minute an. Okay, Frequenzbereich 3, oh, okay, hier haben wir was. Aber eine Ghostbox kann das nicht. Und das führt halt quasi, wenn es zu Ergebnissen führt, zu falsch positiven Ergebnissen, die wir natürlich nicht verwerten können. Und deswegen kommt die nicht zur Anwendung. Und das, was auf keinen Fall niemals zur Anwendung kommt und wo ich auch jeden nur herzlich aus einer persönlichen Erfahrung, die ich gemacht habe als Untersucher bei einer damaligen Freundin, was ich euch nur ans Herz legen kann, Thema Queerboard, Hexenbrett, wie auch immer ihr es nennen wollt, sprich dieses Ding mit den Buchstaben, ja, nein drauf und dann ein Medium, Dreieck mit Loch drin, Glas, was auch immer, um dann mit eventuellen Entitäten zu kommunizieren. Superstitious people are quite certain that if you don't follow these rules, all of those who play can be in great danger. It is especially important to pay attention to the last rule, and you don't just say goodbye out loud. Ja, es klingt nach Kommunikation, das stimmt, ist in der Theorie vielleicht auch toll. Ich weiß, vom Thema Geisterbuch ist das vielleicht jetzt nicht ganz abwegig, aber de facto ist es halt so, ja, ist ein Hop oder Top. In sehr, sehr, sehr vielen Fällen wird quasi gar nichts passieren. Und deswegen wird das Ding tatsächlich auch als Spiel verkauft. Man kann es in Spielläden kaufen, aber dazu dient es nicht. In den seltensten Fällen passiert es aber, dass tatsächlich was passiert. Und in diesen Fällen haben wir das riesige Problem, dass richtig viel Mist passiert. Wie gesagt, ich habe es in vielen Berichten gelesen, teilweise auch gesehen und wirklich auch bei einer Sache miterlebt, wo es tatsächlich mal positiv ging, entgegen meiner Warnung, es nicht zu tun. Ich kam später erst dazu und habe dann die Aufnahme gesehen, was gemacht wurde und war dann not amused. Es ist schwer zu erklären, wie die Theorie dahinter ist, was passiert. Medium würde jetzt sagen, es wird ein Tor in eine andere Ebene geöffnet. Vielleicht stimmt das sogar, das will ich jetzt nicht mal zwingend abschreiben, aber wie das wissenschaftlich funktionieren soll, kann ich überhaupt nicht erklären. Ich kann nur sagen, in vielen Fällen passiert gar nichts, kein Thema, aber in den Fällen, wo es passiert, passiert großer Mist und man hat Haufen Aktivität, aggressiv Aktivität. Und die ging bei besagter Freundin so weit, dass sie tatsächlich auch umziehen musste, weil sie es nach ein paar Monaten nicht mehr ausgehalten hat. Brauchbare Antworten kriegt man in der Regel nicht dafür. Und wenn man sie kriegt, dann meist mit hohem Preis. Daher, wie gesagt, ich kann es jetzt nicht sagen, ob das vielleicht überhaupt an dem Board lag oder ob das eine Verkettung verschiedener Ereignisse war. Die restlichen Fälle, die ich kenne, war ich selbst nicht dabei und sind nicht unbedingt gut dokumentiert. Aber es scheint so zu sein, es gibt Top und Top. Oftmals gar nichts oder dann irgendwas mit richtig vielen Problemen. Und daher werden wir das nicht machen. Ich weiß, es wäre jetzt wissenschaftlich zu untersuchen, ob das tatsächlich passiert, aber ich würde sagen, das Risiko ist es einfach nicht wert. Und das werden wir nicht tun. Und das war jetzt das Video zu den Sachen, die wir nicht benutzen werden. Und dann kommen wir wieder zu schöneren Themen, die Sachen, die wir auf jeden Fall verwenden werden. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn ich quasi heute euch nichts, ja, Handliches gezeigt habe, außer mich selbst. Und würde mich freuen, wenn wir uns bei den anderen Videos wiedersehen würden. Vergesst bitte auch nicht, den Kanal zu abonnieren, das Video zu liken und gerne auch mal in die Beschreibung zu schauen. Für jede Unterstützung sind wir immer sehr dankbar. Und ich sage, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Kennt ihr einen Ort, an dem es spukt? Oder wo vielleicht sogar euch oder einen eurer Bekannten irgendwas Seltsames passiert ist? Oder einfach eine Location, wo ihr meint, boah, da müsste doch mal jemand hingehen und Untersuchung machen, da ist bestimmt was? Dann scheut euch nicht, uns über unsere E-Mail-Adresse oder auch über WhatsApp zu kontaktieren. Wir freuen uns auf eure Geschichten und natürlich über die Orte, die damit in Verbindung stehen und wo wir dann vielleicht eine Untersuchung machen können. Dazu vielleicht noch ein kleiner datenschutztechnischer Hinweis. Wenn ihr nicht wollt, dass euer Name in einem Video oder so als Quelle genannt wird, bitte einfach ein kleiner Hinweis zu uns. Wir machen uns dann eine Aktennotiz und dann passiert das auch nicht. Eure Daten werden von uns streng vertraulich behandelt. Das bedeutet, wir geben nichts raus ohne eure Erlaubnis. Ihr braucht euch also keine Sorgen machen, ob irgendwas nach außen dringt, was ihr vielleicht gar nicht wollt. Solange ihr uns sagt, dass das nicht nach außen dringen soll, bleibt das bei uns intern in unseren Akten quasi anonymisiert unter Verschluss. Und wir werden das auch nicht rausgeben. Und ja,
Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, dass wir uns sehr auf eure ganzen Berichte, vielleicht sogar Fotos oder Ton, auf jeden Fall massiv freuen. Und wenn wir dann eine Untersuchung machen, ihr vielleicht euch daran erfreuen könnt, was oder was wir dort nicht finden.